Die heimischen Schweinebauern starten ungewiss ins neue Jahr. Fleisch aus anderen europäischen Ländern wie Deutschland oder Spanien ist wesentlich billiger als österreichisches. Einige Bauern versuchen deshalb, mit mehr Tierwohl die Konsumenten zu überzeugen. Derzeit bekommen die Mäster für ein durchschnittliches Schwein 165 Euro. 200 Euro wären aber die Untergrenze, damit der Landwirt keinen Verlust habe. Für Investitionen in Alternativen muss man derzeit mutig sein. In der Steiermark gibt es 98% konventionelle Schweinemastbetriebe und 2% biologische. Der Konsument fragt sich, gibt es etwas dazwischen? Es gibt leichte Tendenzen in Richtung Tierwohlstall. Und wir besuchen heute einen Betrieb in St. Margarethen an der Raab. Für Monika und Richard Leudl war klar, wenn sie den Hof der Eltern übernehmen, dann muss ein neuer, moderner, großer Stall her. Unser Tierwohlstall ist auf modernsten Stand der Dinge gebaut. Damit der Stall auch funktioniert, brauchen die Tiere verschiedene Bereiche. Den Liegebereich, den Warmbereich in unserem Fall, dann auch einen Fressbereich und der Bereich, wo es dann der Kotbereich eben ist. Und wenn man das den Tieren vorgibt, halten sie da richtig gut dran. Ariane Pfleger macht sich selbst ein Bild vom innovativen Neubau, den ihre Bank finanziert hat. Es gibt natürlich ein großes Thema, das uns alle beschäftigt, das ist der Klimawandel und damit verbunden der Klimaschutz. Auch etwas, das uns natürlich sehr intensiv beschäftigt, uns selbst als Bank, aber natürlich auch in der Beratung unserer Kunden. So ein Tierwohlstall ist circa um ein Drittel teurer als ein herkömmlicher. Die Argumente von Richard sind bei seiner Finanzierungsbank auf offene Ohren gestoßen. Wir fördern von jeher zukunftsweisende Gedanken bei Bäuerinnen und Bauern und so ist es auch in diesem Fall, weil es einfach dem Tierwohl gut tut und am Ende des Tages natürlich auch den Konsumentinnen und Konsumenten zugutekommt. Wir haben einfach gesagt, nein, wir bauen jetzt hin, wir machen das, es wird schon wer kommen, dass das gebraucht wird. Das große Risiko haben wir auf uns genommen, es ist für uns einfach aufgegangen, wir haben einfach Erfolg gehabt damit, ja. Dieser Tierwohlstall amortisiere sich in ca. 20 Jahren. Richard Leudls Credo, etwas für die Umwelt tun und dabei trotzdem wirtschaftlich erfolgreich sein.